Ganze 70 Tonnen wiegt der Felsbrocken. Um ihn abzuschleppen, muss schweres Gerät anrücken auf dem Campusgelände der Universität von Wisconsin. Rund 42.500 Euro kostet der Abtransport des seltenen Exemplars eines Gletschersteins. Finanziert wird das Ganze durch private Spenden. Der Grund für die Aktion: einige Studenten fühlen sich von einer Bezeichnung beleidigt, die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden sein soll. Damals sei in der Gegend von Wisconsin der Ku Klux Klan sehr aktiv gewesen. In einem Zeitungsartikel von 1925 heißt es, dass für den dunklen Felsen zwischenzeitlich ein Schimpfwort eines dunkelhäutigen Menschen verwendet wurde. Die Folge in der Gegenwart: Proteste von zwei Studentengruppen, unter anderem von einer indianischen Organisation. Denn der Stein befand sich auf dem Hauptcampus der Uni auf dem Gelände des indigenen Ho-Chunk-Volkes. An seinem neuen Ablageort nun, ebenfalls Unigelände, soll eine Gedenktafel an den richtigen Namensgeber erinnern. Benannt ist der Brocken nämlich nach dem Geologen Thomas Crowder Chamberlain, der im 19. Jahrhundert Präsident der Wisconsin-Uni war.